Internationale Experten aus der Forsttechnik mit den Fachleuten aus der Industrie zusammenbringen. Das ist das Ziel der Dialog- und Präsentationsplattform Wood Industry Summit, das auf der LIGNA 2015 Premiere feiert. Delegationen aus China, Russland, der Ukraine sowie Nord- und Südamerika sind da, sowie Vertreter von internationalen Forstunternehmen, Waldbesitzern und rohholzverarbeitenden Unternehmen. Da gibt es gegenseitige Interessen. Einerseits haben diese Länder Probleme, die man mit Forsttechnik lösen kann. Und die Forsttechnik muss von diesen Problemen wissen und diese Leute müssen sich begegnen. Dafür ist diese Plattform da. Heute stellt eine chinesische Delegation den heimischen Holzmarkt und die genauen technischen Anforderungen an die Unternehmen vor. Wenn wir sie besser kennen, können wir versuchen, zusammenzuarbeiten. Denn sie haben ihre Vorteile und wir unsere. Zum Beispiel haben sie sehr gute Software. In der Hinsicht sind wir etwas hinterher. Wenn wir zusammenarbeiten, können sie ihre Technik zu uns bringen und wir unsere Technologie verbessern und so die Qualität unserer Produkte steigern. Sie stellen diese Produkte her, das finnische Unternehmen Ponsse. Es ist dabei beim internationalen Wood Industry Summit. Erstmal lernen wir verschiedene Leute aus unterschiedlichen Ländern kennen. Aber dann können wir uns auf die aktuellen Bedürfnisse konzentrieren, auf das, was sie wirklich brauchen. Verschiedene Länder sind in unterschiedlichen Bereichen der Holzwirtschaft stark und für uns ist es wichtig, die Menschen zu treffen und mit ihnen über Bedürfnisse und Entwicklungen zu sprechen. Zum Beispiel darüber, was ein Land wie China braucht. Das ist der Vorteil von einem Gipfel wie diesem. Auch die Kollegen von John Deere wollen beim Wood Industry Summit neue Kontakte knüpfen. Wir als Beschäftigte in der Maschinenfertigung und Entwicklung der Supportsysteme haben sonst nicht die Gelegenheit, direkt mit den Forstunternehmen aus diesen Ländern zu sprechen. Das machen normalerweise nur unsere Vertriebspartner. Also ist das der große Vorteil, der direkte Dialog zwischen uns und den Partnern aus anderen Ländern. Wir lernen etwas Neues und können Ihnen dann zeigen, welche Supportsysteme wir haben. Internationaler Austausch über technische Lösungen und Informationen über Zugangsmöglichkeiten zu neuen Märkten. Das Wood Industry Summit auf der LIGNA 2015.